Allah nimmt die Seele aus unserem Körper heraus, wann? Wenn wir schlafen. Und der Prophet Muhammad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte über den Schlaf, er sagte, das ist der kleine Tod. Weil wenn wir schlafen, was macht Allah Azza wa Jalla mit der Seele? Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ. Und er ist es, der eure Seelen in der Nacht zu sich nimmt. Bedeutet, wenn du schläfst, nimmt Allah deine Seele. Sahih? Wir reden nur mit Koran, mit Beweisen. Und in der Sunna gibt es viele Beweise, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala die Seele entnimmt. Aber sie wird nicht vollständig genommen. Sie ist sozusagen mit einem Faden verbunden. Und daher passiert es manchmal, dass wenn wir schlafen, dann kommt der Todesengel und nimmt die Seele. Und er hat etwas zu nehmen. Warum? Weil die Seele nicht vollständig draußen ist, wenn wir schlafen.